Kapitel 67 Besessene Schatten. Als Aurora und Seraora in Elementaras Büro ankamen, wurden sie dort bereits von der Ligaleiterin und ihrem Teampartner erwartet. Ihr seid auch angekommen. Gut, Latias, du kannst dann gehen. Das Äon-Pokémon schien recht unzufrieden, da sie selber auch die Neugier darüber gepackt hatte, was Elementara nun mitteilen wollte. Aber sie erkannte, dass es keinen Zweck hätte, zu widersprechen. Dementsprechend ließ sie die Tür hinter sich ins Schloss fallen und Elementara begann zu reden. Also, Team Polanavatra, ich habe Neuigkeiten aus den südlichen Küstenregionen des Kontinents erhalten. Eigentlich wollte ich mich selber darum kümmern, allerdings scheint die Angelegenheit relativ dringend und wie ihr wisst, findet übermorgen das Champion-Duell statt. Deswegen bin ich derzeit nicht entbehrlich, genau wie der Rest meines Teams. Deswegen würde ich euch bitten, diese Mission zu übernehmen. Eine große Frage stellte sich Aurora auf diese Anfrage hin. Und worum genau geht es? Kannst du uns das erstmal erklären? Unter ihrem Tisch zog Elementara eine große Karte hervor und breitete sie auf der Platte aus. Das große Papier zeigte einen Umriss des gesamten Kontinents von Berelo. Eingezeichnet waren einige kleinere Orte, zudem die Arena von Crowning und natürlich Kira Town. Elementara zeichnete einen roten Kreis in eine südliche Region, nur ein paar Stunden entfernt zwischen zwei Kleinstädten. An diesem Ort wurde bereits mit der Befreiung der Welt die Erscheinung einer eigenartigen Struktur berichtet. Allerdings scheint es, als würden seit Tagen ein seltsames Pokémon dort Unheil anrichten. Oder mehrere, Zeugen sind sich uneinig. Manche sagen, es wäre ein Pokémon, andere sagen, es sind drei, wieder andere sprechen von mehr als 10. Und wer auch immer dahinter steckt, scheint einiges an Zerstörung anzurichten. Vor allem in den Städten und der Umgebung um die Struktur. Deswegen hätte ich gerne ein vertrautes und erfahrenes Team, das sich der Sache annimmt. Ihr. Zwar war die Aufgabe nun klarer, doch immer noch fehlte Aurora eine wichtige Information. Und wenn wir dann dem begegnen, der all das dort anrichtet, was genau sollen wir dann tun? Ihn oder sie zur Rede stellen und wenn nötig eine Lektion erteilen. Simpel genug, oder? Simpel war es durchaus, jedoch schwankte Aurora ein wenig. Sie hatten nahezu keine Informationen über die Pokémon oder das Pokémon, was all diese Zerstörung anrichtete. Weshalb würde jemand so handeln? Waren nicht endlich Zeiten des Friedens angebrochen? Und obwohl sie immer noch Teil der Königsliga waren, Team Polanavatra hatte ihre ursprüngliche Stärke verloren. Was, wenn die geheimnisvollen Feinde zu stark wären? Doch andererseits, wie wüsste irgendjemand, ob sie dies waren, wenn Aurora die Mission nicht annahm? Gut, wir machen uns auf und observieren, aber wenn ich das Gefühl habe, dass diese Aufgabe dort unsere Fähigkeiten übersteigt, dann werden wir wiederkehren und Verstärkung holen. Das klingt fair. Also gut, ich verlasse mich auf euch. Viel Glück. So brach Team Polanavatra also auf. Eine neue Mission nach dem Weltfrieden. Das Ziel war nicht fern und lag auf einer weiten Wiese. Bereits aus der Ferne konnte Aurora erkennen, worum es sich bei diesem seltsamen Gebilde handelte. Und es fiel ihr schwer, wirklich zu glauben, was sie dort erblickte. Aber das ist die Sternarena. Monagoras blickte sie fragend an, doch Seraora schien zu verstehen, worauf sie anspielte. Meinst du die Arena, in der der Autor dich gegen Kellert kämpfen lassen? Aber wie zur Hölle kann dieses Gebilde hier sein? Ich dachte immer, das wäre eine Art Einbildung, oder... So, irgendwie, wie auch der Verstand der Welt halt funktioniert. Ja, das dachte ich auch, aber es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Diesmal war es Monagoras, der sofort verstand. Hat der Autor sie irgendwie hinterlassen, bevor er seine Kontrolle abgegeben hat? Als eine Art letztes Geschenk? Oder eine letzte Strafe? Nun, ersteres war korrekt. Aber mir blieb kein Weg, dies dem Team mitzuteilen, also blieb es ihnen offen. Jedoch war es ihnen in diesem Moment auch recht gleichgültig. Egal, warum die Arena hier ist, wir müssen gucken, wer oder was sich dort befindet. Also kommt ihr? Der Eingang zur Arena war ähnlich wie jener, den das Team bereits aus Crowning gut kannte. Jedoch schien es, als wäre dieses Stadion noch einmal größer als jenes, in welchem die größten Ligakämpfe stattfanden. Und leer.
leerer als es in Crowning je sein könnte. Das Team trat auf die Zuschauerbühne, hoffend, von dort aus mehr erblicken zu können. Schier endlose Weiten erstreckten sich, das wohl größte aller Stadien. Wenn dieser Ort irgendwann sicher war, wäre es vielleicht eine Option für die Liga. Doch noch war es nicht sicher. In der Ferne, am Ende des Kampffeldes, schien sich ein Pokémon zu befinden. Aus der Ferne war es nicht erkennbar. Doch es strahlte etwas Eigenartiges aus. Still näherte sich Team Polana-Watra an, in der Hoffnung, dass sie nicht bemerkt werden würden. Sollte dieses Pokémon sich als ein Feind herausstellen, was doch sehr naheliegend schien. Das Team bewegte sich zwar langsam, doch stetig, so dass die Umrisse des mysteriösen Pokémon immer deutlicher wurden. Bis sie auf einmal mitten im Nichts zu verschwinden schienen, gerade als das Team die Mitte des Kampffeldes erreicht hatte. Der Boden begann von Schatten erfüllt zu werden. Eine Stimme ertönte. Eine Stimme, wie Aurora sie bereits einmal gehört hatte. Doch auch wäre es ihr Recht gewesen, diese Stimme nie wieder zu hören. MAX02DAX03AMX04SeelenvirusP. Deaktiviere Emotion, deaktiviere Moral, aktiviere Kampfkraft, scanne Umgebung. Der Seelenvirus? Wie konnte das sein? Der Seelenvirus war doch zerstört worden, als er Besitz von Epsilon ergriffen hatte, oder nicht? Doch es war eindeutig dieselbe korrupte Macht. Erkenne Plot, erkenne Feinde, Gefahr, Gefahr, Plotkriegerin Aurora, verzehre, verzehre. Der finstere Fleck am Boden spaltete sich auf. 12 kleine Kreise verblieben, welche Team Polana-Watra umzingelten. 2 größere, 10 kleinere. Und aus ihnen allen stiegen Pokémon empor. Schatten. Schatten, die die Sonne verdecken in den Zeiten, in denen das Licht der Finsternis den Weg weist. MAX, DAX, AMX, Mashadow, Darkrai, Amagaga. Und in typischer Mashadow-Manier gab es von ihm bereits 10. Umgeben von alten Feinden und Freunden realisierte Aurora die Schwere der Lage erst wahrlich. Der Seelenvirus war irgendwie noch am Leben und... Monagora, Seraora, wir müssen diesen Kampf gewinnen. Wenn es funktioniert wie bei Epsilon dann... Dann können wir die 3 zurückbekommen, wenn wir gewinnen. Das ist es. Also, wie beim letzten Mal, nicht? Gerne würde Aurora eine sichere Antwort geben. Doch auch sie konnte in dieser Lage nicht mehr tun, als zu raten und zu hoffen. Wenn wir es schaffen, dann ja. Ohne weitere Zeit verschwenden zu wollen, entfachte die Plotkriegerin einen Blizzard, welcher den Kampf wahrlich einläutete und bereits die falschen Mashadow beseitigen sollte. Allerdings war dieses Projekt nur halb von Erfolg gekrönt, da all die Besessenen sofort verschwanden, dabei jedoch ihre lila Schwaden hinterließen. Ein gefundenes Fressen für einen starken Kampfbeginn. Denn es schien, als wäre die grundsätzliche Menge des Seelenvirus identisch, nun jedoch auf 3 Pokémon verteilt. Das bedeutete auch, dass sie nun bereits die dreifache Menge des Virus ausschalten konnten. Oder schalteten sie ihn so aus, denn immerhin war er nun bereits wiedergekehrt. Diese kleinen, seltsamen Strudel, waren sie vielleicht eine Art Fluchtweg für die Viren? Aber wenn ja, wie zerstörte man den Seelenvirus endgültig? Ehrlich gesagt war dies aber keine Frage, mit welcher sich Team Polana-Watra in diesem Kampf beschäftigen wollte. Sie wussten, wie sie den Kampf für sich entscheiden und die ehemalige Plot-Elite zurückbringen könnten. Um den Rest konnten sie sich auch ein anderes Mal kümmern. Der Virus selber hatte auch in diesem Kampf wieder ein deutliches defensives Muster zu Beginn. Alle Mashadow rasten durch die Schatten und tauchten manchmal auf, um so Treffer zu landen. Die grundlegende Anzahl der Feinde war nicht genügend gewesen, weshalb Darkrai ebenfalls Doppelteam nutzte. Diese Fähigkeit von 2 der 3 Besessenen erklärte auch, wie die Zeugenaussagen von derart unterschiedlichen Mengen sprechen konnten. Allerdings, ob nun mit oder ohne Kopien, es änderte wenig an der Kraft flächendeckender Angriffe.
Auch wenn viele Mashadow sich immer außer Reichweite aufhielten. Sämtliche falschen Darkreis, der echte, Amagaga und in der Regel auch manche Mashadow mussten ihre Teleportation als Flucht gegen Blizzard oder Erdbeben nutzen, was gleich wieder viel Angriffsspielraum bot. Zum zweiten Mal wurde eine große Menge des Virus vertrieben, so dass die Stimme bereits erneut erklang. Kapazität sinkend, Kontrolle schwindend, Risiko, Risiko, deaktiviere Passive, aktiviere Offensive. Genau wie auch gegen Epsilon folgte auf eine Phase des defensiven Duells ein Alles oder Nichts. Allerdings war dieses gegen Epsilon vor allem dadurch gut ausgegangen, dass Team Polana Watra in enormer Überzahl war. Diese Bedingung war dieses Mal nicht gegeben. Im Gegenteil. Es war ein 3 gegen 3, in welchem eine Seite Klontechniken beherrschte. Kombiniert mit der unsagbaren Geschwindigkeit des Seelenvirus in seiner Offensivform, ergab sich so dieses Mal eine deutlich kompliziertere Phase 2 als 1. Doch wieder war die Menge der Elite auch ihre Schwäche. Denn somit würden ein oder zwei gute Treffer reichen, damit der Virus seine Kontrolle über eines seiner Opfer verlieren würde. Allerdings musste Aurora schnell feststellen, diese wenigen Treffer zu landen wäre Herausforderung genug. Ihr Gegenüber stand der korrupte Darkrai, nun alleine, ohne Kopien, aber auch ohne Rückhalt. Die Hiebe schlugen nieder wie Regen in einem mächtigen Schauer und ließen keine Zeit für Offensive zwischen der Verteidigung. Auch ihre beiden Teamkollegen schienen nun in einer ähnlichen Klemme zu stecken. Es war wirklich genau wie gegen Epsilon. Nur, dass gegen sie immer jemand anderes bereitstand, um die Offensive zu übernehmen, während jemand sich verteidigte. Anders wäre ein Gegenschlag nicht möglich. Kurz zögerte die Plotkriegerin, als sie zu Monagoras blickte, welcher sich derzeit mit ihrem besessenen Bruder anlegte. Auch er würde nie zum Zug kommen, so wie dieser Feind kämpfte. Aber was wäre, wenn sie nun versuchte, ihrem eigenen Gegner kurz zu entgehen und Mashadow zu überraschen? Würde es funktionieren oder sie nur Kraft kosten? Aber einen anderen Weg schien es nicht zu geben. So wartete sie, bis sie sich in einer Position befand, von welcher aus sie Mashadow erreichen könnte, ohne Darkrai umgehen zu müssen. Und genau wie gegen Epsilon. Fokussiert auf einen Feind schaffte der Schatten es nicht, Aurora kommen zu sehen, die ihm einen mächtigen Hieb mitgeben konnte, welcher die Färbung von Mashadows Kopf änderte. Noch schien der Virus jedoch nicht geschlagen. Darkrai wandte sich sofort auf Monagoras zu, während Mashadow nun gegen Aurora stand. Es war die größte Schwäche des Seelenvirus. Er kämpfte immer noch wie ein Programm, nicht wie ein Lebewesen. Er lernte nicht. Auch ihre Teammitglieder hatten erkannt, wie effektiv Auroras Überraschungsangriff gewesen war. Die Taktik zum Sieg lag offen, deutlich wie nie. Wenn nur jedes Mitglied Team Polana Watras 2 oder 3 dieser Überraschungsangriffe erzielen konnte, dann wären die Schatten frei. Und bevor sich Aurora versah, erhielt Mashadow einen zweiten Hieb, dieses Mal von Seraora, welcher noch mehr des Virus löste und in den seltsamen Strudeln verschwinden ließ. Und dieser Hieb setzte auch die grüne Färbung von Mashadows Haaren wieder frei, sowie seine normalen Augen. Der erste Teil der Plot-Elite war zurück. Kurz blickte der Schatten sich verwirrt um, doch erkannte die Lage und entschied sich, vor langen Gesprächen erst einmal diesen Kampf zu beenden, als er sich auf Amagaga stürzte. Gerade nun in der Überzahl war es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Amagaga und Darkrai wieder frei vom Einfluss des korrupten Virus waren. Also war Mashadow doch nicht verloren. Und auch Elementare erwarteten gute Nachrichten über die Rückkehr ihres Partners. Doch gleichzeitig gab es zwei Probleme, die Zerstörung verhießen. Der Seelenvirus lebte ebenfalls und schien nicht durch die Bemühungen des Teams zerstört zu werden. Doch was Aurora noch deutlich mehr sorgte. Darkrai, Mashadow und Amagaga waren zurück. Dabei wurden sie versiegelt, als sie sich opferten, um ihren wahnsinnig gewordenen Mitschatten Endynalos oder später Zeta in einer unentfliehbaren Dimension zu versiegeln. Aber nun, wo sie offensichtlich doch einen Rückweg gefunden hatten, könnte dies auch Zetas Rückkehr bedeuten. Würde auf das Ende Epsilons so schnell die wahre Auferstehung eines noch mächtigeren Plotkaisers folgen? Es gab nur 3 Pokémon, die auf diese Fragen wohl antworten kannten.
Und mit diesen würde Team Polana Watran nun wohl ins Gespräch kommen.